Hallo Leute! Hallo! Damit ihr euch fragt, wer dabei ist. Ja, also wir sind zu zweit. Also ja. Mal zurück. Verklickt. Also, ja, ich bin jetzt sogar der Gastspieler. Also, ich habe hier neben mir den Daniel sitzen. Und wir spielen jetzt gemeinsam. Also werden heute ein paar Videos hoch, also wir werden heute gleich mehrere hochladen. Wir zwei gegeneinander. Oder miteinander. Die ersten. Ja, miteinander, Camino. In dem Camino, wenn wir Battlefront 1 miteinander spielen. Ja. Und zwar auf Camino. Ja. Auf Camino. Ja, warum geht es die ganze Zeit darüber? Einfach geduldig warten. Irgendwann kommt es dann schon. Da sehe ich ein Camino, die Poker City. Ah, da oben. Ja. So, annehmen. Ich weiß. Und fortsetzen. Fortsetzen. Geht das nur auf Klonen? Nein, das geht auch auf. Geh mal auf Fortsetzen. Nein, was machst du? Auf Fortsetzen. Fortsetzen! Wie geht das weg? Nein, auf Fortsetzen. Nein, geh auf geh in die gewählte Karten. Auf Löschen. Das sind im untere. Das, ja. Ja, und jetzt Fortsetzen. Okay. Ja. Okay. Nach ein paar Problemen geht's jetzt endlich. Los. Ich dachte, warum ist da Land oder was? Ich dachte, das ist nur ein ganzer Wasserplanet. Dachte, was ist das? Moment, müssen wir mal etwas besser hinstellen. Ja, dieses Mal machen wir's. Wir haben uns dann irgendwie so unter. Sagt der Thomas, es geht schneller. Ja, jetzt gab es gerade Kameradifferenzen, aber naja, jetzt steht's. Männer hoch, hoch, hoch. Ich meine, wir sind alle tot. Was wollten alle rein? Und der ist ja schon tot. Ich glaube, wir brauchen deine Hilfe. Da bin ich da. So. Jetzt bin ich voll dabei, jetzt habe ich es endlich so. Also Daniel ist oben und ich bin unten. Und ich stürme mich jetzt nochmal gleich ins Gefecht. Der hat mich voll gekillt, ja, wo du bist. Und ja, wir wissen noch nicht, wie die erste Folge heißen wird. Wieso klappt das nicht? Naja. Wir wissen nicht, wie die erste Folge heißen wird. Aber ihr werdet es dann sehen. Ja. Vielleicht heute noch? Also ihr werdet in der Zug, also man kann eigentlich in der Zukunft über die Vergangenheit planen. Jetzt laber nicht wie vorher darüber. Nein, mich interessiert es, man muss es loswerden. Das ist jetzt die Mystery Skywalker Theorie. Ich werde vielleicht auch einfach eine Formel darüber aufstellen, dass man das tatsächlich irgendwie mit Let's Plays geht, dass man in der Zukunft über die Gegenwart planen kann. Weil ihr seht das Video hier und wir planen aber über in der Zukunft über die Gegenwart, wie das Video heißen wird. Ja. Wen sollte das interessieren? Na, den ganzen Studenten mit den Brillen und den Pullover. Ja, ich habe eine Brille. Aber kein Pullover. Habe ich aber zu Hause. Ja, ich habe auch schöne Pullover. Über warum reden wir da so einen Quatsch? Jetzt ist es erstmal aufwärmen auf Camino. Scheiße. So was sagt man nicht. Ja, stimmt, wir wollen es ja jugendfrei machen. Also jugendfrei wie möglich. Aber ja, jetzt bin ich im Aufwärmen, also jetzt am Anfang bin ich immer etwas schlechter, aber dann geht's dann eh. Schau mal. Duck. Eine Granate. Zweite Granate, dritte Granate. Ich
wo renne ich eigentlich hin? Ich möchte ein Schlachtfeld. Oder zumindest dahin, wo ich das Schlachtfeld überblicken kann. Das hat der Aufklärungsdruide. Es hat voll lange gedauert. Ich nehme einen Aufklärungsdruiden. Super, da fliegst du wie die Welt. Damit. Los, weiter, weiter, weiter. Ach, war das mein Handy? Nein, das war mein Aufklärungsdruide. Oh, ich dachte, das war mein Handy. Ja, man kann es eh gut erkennen. Weil vorher die Let's Plays hat mitten unterm Spiel mein Handy die ganze Zeit getütet. Ja, wir sind jetzt halt auch nicht mehr so aufgelegt, weil da vorne waren wir noch voll Energie. Und ja. Kann man sich ja 15 Minuten 20. Scheiß! Sicher, oh Mann! Kann man sich ja eine Stunde aufnehmen, oder vorher? Nein, so wird, ich glaube, da haben sie eineinhalb Stunden. Nein, eine Stunde wird es gewesen sein, ja. Ich mache jetzt Selbstmord. Okay. Aber ich hab ihm Selbstmord gestanden. Na, hör jetzt damit auf, bitte. Was? Mit dem Geräusch. Ich hab nichts getan, es war der Klon. Ja. Was kann der Klon machen, was ich nicht kann? Ich wette, der kann eine Rüstung tragen. Ich auch. Ja. Wenn ich eine hätte. Ja, und keine. Ich könnte auch einen Jetpack tragen und rumfliegen, wenn ich eins hätte. Ja, aber auch nur wenn du eins hättest. Ah, ich würde das nicht können, einen Jetpack rumfliegen. Ich schon. Ich werde es lernen. Ich könnte. Okay, ich werfe jetzt mal eine Granate. Was? Ich könnte. Jeder schießt auf mich. Ich könnte mich als Statist im neuen Nicolas Cage-Film. Weil der ist circa 1 Kilometer. Von hier entfernt, Nicolas Cage. Oder Cage, keine Ahnung. Ich glaube, ihr wisst, wenn ich meine, ich ein Schauspieler. Ja. Genau, der ist 1 Kilometer von uns entfernt. Ganz genau. Und ich weiß nicht, wer es ist. Na, es ist, in welchem Film spielen wir damit? Also, kennst du der Duell der Magier? Nein. Ich kann nicht viele Filme, wenn das. Oh. Ich kenne James Bond. Ja, und so. Ja, James Klassiker. Bond. So ganz viele Klassiker. Ich kenne Star Wars? Ja, das kenne ich gut. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, was findest du besser? Oder bist du nicht sicher? Mission Impossible oder. Mission Impossible. Viel mehr Action. Ja. Action. Ja, da können wir gleich eine Umfrage machen. Was findet ihr besser, James Bond oder Mission Impossible? Machen wir gleich eine Umfrage. Also schreibt in die Comments, was ihr besser findet. Ich habe alle 5 Filme gesehen. 4. Obwohl, sind es 4? Ja. Obwohl ich nicht alt genug bin. Na sicher, bist du alt genug? Nein. Doch. Nein. Doch. Mir fehlt noch ein Jahr. Aha. Lass ich die Beschreibung anschauen, wie viel Jahres ist, dann wisst ihr, wie alt ich bin. Ja, ein Videocover. Aber sonst bin ich immer. Ach ja, an der Stelle übrigens eine Abo-Empfehlung an Steffen Meyer, der uns dazu inspiriert hat, zusammen Battlefront Let's Plays zu machen. Ja, daher eine. Wir haben zwar, ja, wir haben jetzt keine Aufnahmeprogramme wie Fred oder sowas, aber. Die Kamera ist super gut. Ja, von der Kamera, das vom Bildschirm steht. Es gibt auch manche, die flackern ohne Pause, es ist eigentlich eine gute Kamera. Flackert die? Flackert überhaupt nicht, schon. Gut. Weil ich jetzt etwas weiter weg von der Kamera, wenigstens kann ich nicht drauf schauen. Etwas, der Thomas sitzt näher, wenn es schaut eher. Nein, ich sitze hinter der Kamera. Ja, kann man sagen. Ich links davon. Oh Mann. Den. Ja, und ja, also morgen öffnet ja der Lego Store
in der S, also in einem Einkaufszentrum in Wien. SCS, Abkürzung. In der SCS, ja. Gewesen. Also wir gehen hin, ich und Daniel. Super Sonne 15 werden vielleicht auch dort treffen. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, also du kennst ihn nicht, ich kenne ihn sehr wohl. Er kennt dich nicht, du kennst ihn nicht, ich kenne euch beide. Ja. Und ich kenne die Zuschauer nicht, du auch nicht. Doch, ich kenne schon viele meiner Zuschauer. Ja, aber nicht alle. Du willst ja auch einen neuen Kanal, also willst du auch einen Kanal zulegen. Wenn ich ihn habe, dann schreibt ja der Thomas dann verlinke ich den Kanal. In den Kommentaren. In der Videobeschreibung. Oh, scheiße, ich merke gerade, dass wir ziemlich hinten liegen, was unsere Zahlen angeht. Ja, wir hätten nicht so viel. Ja, wir dürfen nicht so viel labern, sonst. Wenn das jetzt immer ein paar Minuten ganz. Genau, jetzt sind wir mal komplett still. Der Drüder hat aber viel. Halt sich aber viel aus. Ja. Aber wir haben gesagt, wir sind jetzt ganz still. Ja, ich mag nicht still sein. Ach so. Ich bleib immer stundenlang. Na, ich habe schon von vielen Reden der letzten Let's Play schon richtig Halsschmerzen. Ja, und was mit den anderen? Ja, haben wir ja schon gesagt. Wow. Du musst dich verstecken, wir sind nur noch. Drei. Ja. Die erste Folge haben wir. Das war die erste Folge. Nicht so erfolgreich, aber naja. Wir werden vielleicht in den nächsten. Unten im Link ist der nächste Part, also ziehen euch rein.